Hallo zusammen, ich bin der Luca. Ich bin im dritten Lehrjahr bei EWZ in Sils als Netzelektriker. Und heute möchte ich euch den Beruf ein bisschen näher bringen. Wie man hier sieht, ist der Isolator schräg. Wir lösen jetzt den Bund, den Isolator richten und den neuen Bund her. Der Isolator ist sehr wahrscheinlich schräg geworden wegen dem Schneeabwurf. Das Besondere an meinem Beruf ist, er ist sehr abwechslungsreich. Man arbeitet immer draußen, man hat eine schöne Aussicht, je nachdem, wo man ist. Und man kann immer im Team arbeiten und muss nicht allein arbeiten. Also, zu den Hauptaufgaben des Netzelektrikers gehören eigentlich Kabel anschliessen. Wir haben jetzt hier in der Trafostation 150 Quadrat angeschlossen. Wenn du Netzelektriker werden willst, dann solltest du Freude haben am Arbeiten im Freien, mit Menschen zusammenarbeiten im Team. Und auch mit den Händen oder mit grossen Maschinen. Jetzt habt ihr einen Einblick in den Beruf Netzelektriker, der EWZ in Sils gekriegt. Wenn es euch gefallen hat, bewerben euch für eine Lehrstelle. Ciao zusammen.